Ja, zum logistischen Wachstum habe ich ja noch so ein Nachtragsvideo gemacht mit einem Beispiel. Und um das hier noch zu vollenden, jetzt für alle die, die die Umstellung noch brauchen, nehmen wir hier ein bisschen Platz. So, übernehmen die Gleichung hier 9 gleich 250 durch 5 plus 45 mal e hoch. Minus 50 mal k mal 1 kann ich auch minus 50k schreiben. Jetzt nach k umstellen. Dazu multipliziere ich das ganze Gelöffelte hier unten unter dem Bruchstrich rüber auf die andere Seite. Also mal 5 plus 45 mal e hoch minus 50k. Dann hier aufpassen, 9 mal in Klammern. 5 plus 45 mal e hoch minus 50k. Gleich 250. Es gibt wieder viele Möglichkeiten. Ich könnte die 9 erst rein multiplizieren. Ich sage jetzt direkt geteilt durch 9. Bleibt hier übrig 5 plus 45 mal e hoch minus 50k gleich 250 durch 9. Geht ja nicht glatt auf, deshalb lasse ich den Bruch stehen. Jetzt gehen meine Augen hier drauf. Ich muss nach k umstellen. Macht nicht den Fehler, hier 5 und 45 zusammenzurechnen. Es gilt ja Punkt vor Strich. Also die 5 rüber auf die andere Seite. Normalerweise jetzt Strich minus 5. Dann könnt ihr noch eine neue Reihe schreiben. Ich mache es jetzt mal wieder so. Das müsste dann da stehen. Dann steht hier nochmal 45, also Strich geteilt durch 45. Dann würde ich dieses ganze Paket durch 45 teilen. Das könnt ihr auch in den Taschenrechner einhacken, aber so ist es dann genauer, weil man nicht zwischendurch Rundungsfehler macht. Und jetzt ist man ja an dem Punkt, oha, e hoch irgendetwas. Das war doch die Geschichte mit ln, Pünktchen, 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 sodass eben nur die Hochzahl übrig bleibt und hier ln von dem ganzen Paket. Und dann entsprechend am Ende noch geteilt durch minus 50. Und dann habt ihr k raus. Und dieses k dann entsprechend am Ende noch im Video vorher gesehen, einsetzen. Dann hat man entsprechend n von t ist gleich, alle Werte vorher eingehämmert und hier würde ja dann entsprechend t als Variable bleiben und für k entsprechend den Wert einsetzen und dann sollte man gut durch sein.